so atmete er tiefen, blauen Himmel ein. Und dann überprüft er seine Träume, ob sie denn immer noch stetig gewachsen sind, nachdem er seine Hoffnungslosigkeit geschlachtet hat. Wir dachten, dass wir eine Chance zu überleben hätten, auch wenn wir gebrochen und dem Tod preisgegeben waren. Aber wir alle wurden besiegt, zerstört, wurden zu Flüchtlingen und nur der Krieg, dort bleibt der Gewinner. Vor Monaten, bevor ich Damaskus verließ, träumte ich davon, die Welt zu verändern. Nun, da ich die Schmerzen der Flucht und des Ankommens erfahren habe, denke ich nur noch daran, selbst wieder heil zu werden. Heute träume ich nicht mehr den Traum, die Welt zu verändern. Diese Welt hat ein fahles Gesicht bekommen, aus dem für die Fliehenden jede Liebe verschwunden ist. Die Mörder haben die Liebe getötet. Sie haben die Menschen gezwungen zu fliehen, ihre Heimat zu verlassen und ins Ungewisse zu gehen. Ich möchte wieder die aufregenden Träume zurückhaben, die mein Denken bewohnten. Du wirst nie die Ironie der Wirklichkeit um dich herum begreifen, die dein Herz erdrückt. Der Schmerz ist nicht zeitlich begrenzt, ganz gleich wie hoch er angehäuft ist bei den Menschen, die die gleiche Straße gingen wie du. Der Schmerz, der zuschlägt, kennt keine Grenzen und er kann sich nicht messen mit den Erfahrungen, durch die anderen gingen. Der Schmerz ist kein Raum, den du überspringen könntest, wie viel du auch ertragen kannst oder wie sehr du daran glaubst, dass er ein Ende nehmen wird. Der Gefangene wird sich niemals in sein Gefängnismauern verlieben. Der Mensch, der ausgepeitscht wird, wird nie die Peitsche der Abreise und des Unterwegsseins anlächeln. Du könntest dankbarer nicht sein. Dem Gefängnis in Damaskus entkommen oder dem Tod im Meer auf deiner Reise entronnen zu sein. Du könntest dankbarer nicht sein, lächelnd inmitten Hunderte von Flüchtlingen zu stehen. Die Hunderte um dich herum sind nicht alle gleich oder ähnlich. Und jeder hat seine eigene Geschichte. Jeder hat und alle haben verschiedene Gefühle. Wenn die Zeltplane aus hartem Plastik, die schützt, unter den Regentropfen widerhallt, wie elend fühlst du dich am Morgen, wenn der Herbstregen fällt. Wie elend fühlst du dich am Morgen, wenn der Herbstregen fällt. Mag dieser Ort auch warm sein, du jedoch fühlst eises Kälte durch all die Traurigkeit, die der Regen an diesem Morgen dir bringt. Und dann gibt es nichts, als ins Ungewisse zu gehen und weiterzureisen. Hier muss ich sagen, letztes Jahr war ich hier und Ilse sagte mir, dass ich hier kommen soll, und habe ich etwas auf Englisch gelesen. Und ich glaube, ich habe nicht gut gesprochen und nicht viele andere, also die Leute haben nicht gut auch verstanden.
Und was ich jetzt gelesen habe, war ein Text, den ich auf Arabisch geschrieben habe. Und dann wird dieser Text auf Englisch übersetzt und dann hat Ilse auf Deutsch übersetzt. Und muss ich Ilse vielen Dank sagen, weil sie immer mehr geholfen hat und noch hilft.